Der Film Kopfüber von Bernd Saling, der auf dem Kinderfilmfest München läuft, erzählt von dem 10-jährigen Sascha, der seiner Mutter das Leben schwer macht. Er lügt, er stiehlt und er ist das Sorgenkind der Schule. Als seine Ärzte feststellen, dass Sascha ADHS hat, muss er Medikamente nehmen und alles verändert sich für ihn. Benedikt, Clara, Sophie, Dominik und ich schauen uns den Film an und fragen uns, was es für Sascha heißt, anders zu sein. So. Fragen? Wie viel Kohle kriegst du eigentlich, wenn du auf mich aufpasst? Das ist vielleicht nicht dein Problem. Und was ist mein Problem? Dass du nicht lesen kannst und auch nicht schreiben. Ich kann auch ohne Lesen was werden. Also, wie lange hast du gebraucht, um den Film auszudenken? Ja, na, erstmal habe ich ja viele Sachen selber erlebt, weil ich so eine Arbeit gemacht habe. Da ist dann erstmal nicht so viel ausgedacht worden. Ich habe also ein bisschen Tagebuch damals auch geführt. Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schlafstörung. Weißt du eigentlich, dass du nicht mehr lachen kannst? Es ist ja auch so, dass ich mit dafür gesorgt habe, dass der Junge diese Therapie macht, dass der Junge ein Medikament nimmt, dass er sich auch so verändert, sowohl zum Guten in dem Sinne, was er erreicht, dass er lesen und schreiben lernt, aber auch so den Spaß verliert ein bisschen an seinem Leben. Und es hat mich nicht mehr losgelassen, dieser Konflikt. Warum hat das Kind schon geraucht? Also die Mutter raucht, die Geschwister rauchen alle. Warum sollte er nicht das Bedürfnis haben, auch sowas zu machen? Weil das ist ja in seiner Familie auch eine Tradition. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Grund, einfach mit dazu zu gehören. Ich glaube aber auch, dass es irgendwie am Anfang Stress war. Er hatte ja auch Stress mit den Mitschülern und so. Und er wird halt auch immer vorgeführt. Die anderen lachen über ihn. Selbst wenn er es versucht und ehrlich versucht, wie in der einen Szene, wo er in die neue Schule kommt, geht es ja nicht gut aus. Sascha! Sascha! Oh oh. Scheiße. Ich könnte es jetzt, glaube ich, nicht den Sascha spielen. Mhm. Wie haben Sie da diesen Schauspieler vom Sascha bekommen? Also da gibt es die Berliner Arche, die kümmern sich sehr um Kinder, die am Nachmittag Betreuung brauchen. Und da haben wir diesen Jungen gefunden, der sehr ähnlich, also der sehr überzeugend war und der auch ein bisschen ähnliche Probleme hat. Der war dann auch bei den Dreharbeiten auch nicht einfach, also ganz im Gegenteil, er ist auch weggerannt und er hat uns auch mal angeschrien und sowas passierte dann auch. Aber andererseits hat er nicht so getan, als wäre er der Sascha, sondern er hat das selber empfunden. Ja, warum ist der Film so ausgegangen, wie er ausgegangen ist? Weil beim jedem Film ist ja eigentlich ein gutes Ende. Wie hättest du dir denn das Ende vorstellen können? Dass er sich bessert und dann aber trotzdem noch befreundet mit ihm ist, mit dir. Ja. Oder er denkt sich, jetzt kann ich lesen und schreiben, ich versuch's wieder ohne Pillen. Das geht ja auch. Und der Junge, den ich damals betreut habe, der hat dann ganz viel Sport gemacht und das hat ihm geholfen. Also ganz viel Fahrradfahren und so. Und der hat das dann gar nicht mehr gebraucht.